Ich freue mich vor allem, dass diese große archäologische Ausstellung realisiert werden konnte, dass wir sie heute hier sehen können und am Sonntag eröffnen werden. Ich habe schon einen Blick in die Ausstellung geworfen und ich bin sehr beeindruckt von den großen Bildern, von der schönen Präsentation, von den vielen Details, die wir hier zum ersten Mal in der Form sehen. Denn es gibt eine große wissenschaftliche Recherche, die dieser Ausstellung zugrunde liegt. Es gibt viele Daten und Fakten, die wir sehen, zum ersten Mal so zusammengetragen. Für die Kulturhauptstadt ist diese Ausstellung wichtig, aus mehreren Gründen. Wir haben hier in Duisburg ja das Thema Hafen der Kulturhauptstadt gewählt. Wir sind eine der wenigen Städte, die uns ein Motto gesetzt haben. Das war, glaube ich, sehr gut, weil es für viele Besucher schon eine Herausforderung ist, sich in diesen ganzen Veranstaltungen zu orientieren, zu organisieren. Und Duisburg hat gesagt, wir möchten gerne die Hafenidentität stärken, wir möchten das Thema Hafen in den Vordergrund stellen. Dafür ist natürlich das Kultur- und Stadthistorische Museum prädestiniert. Erstens mit der Lage hier am Innenhafen. Das Gebäude ist wichtig, es ist ein Symbol für den Strukturwandel, weil es eines der ersten Speichergebäude war, was umgenutzt wurde für die Kultur in dieser Form. Und mit dieser Ausstellung natürlich auch ganz deutlich zeigt, dass wir weit mehr haben als eine Industriegeschichte. Das ist etwas, was wir versuchen immer wieder zu zeigen im gesamten Ruhrgebiet, auch im Rahmen der Kulturhauptstadt. Und hier in Duisburg eben jetzt mit dieser großen Ausstellung auch wirklich gut belegen können. Und viele Menschen, die nicht aus der Region kommen, wissen es in der Tat kaum, dass viele Städte hier im Ruhrgebiet, insbesondere Duisburg, mittelalterliche Wurzeln hat. Ich höre es Ja, in den Mund gelegt, diesen Ausruf sozusagen aus Werbe, oder es war auch nochmal Überlegungen. Wir haben dem Ganzen nochmal so ein bisschen ein Ruhrgebietsslang davor gesetzt. Also auf den Plakaten heißt es ja: Hör mal, der Kaiser kommt. Ich von der linken Rheinseite kommend habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, das richtig gut auszusprechen. Ja, das soll natürlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber auch so ein bisschen so einen Aha-Effekt auslösen, denn dass Duisburg tatsächlich ein Ort war, in dem der König, der deutsche Kaiser, im Mittelalter gelegentlich weilte. Wir können es durch Urkunden, in denen er gezeichnet hier in Duisburg hat, 16 Mal nachweisen, dass der deutsche König Kaiser hier in Duisburg war und hier seine Geschäfte sozusagen, seine Amtsgeschäfte erledigt hat. Genau. Ja, Duisburg war seinerzeit eine ziemlich quirlige Hafenstadt, manche sagen sogar Metropole, metropolenartig. Ne? Ein moderner Begriff, den man natürlich Ja, den man fürs streng Mittelalter. genommen nicht Aber ich ansetzen glaube, dürfte. wenn mal der Kaiser kommt, ist natürlich auch sozusagen, soll natürlich Bezüge herstellen. Und der Rhein floss ja direkt hier, quasi vor unserer Haustür entlang. Hier kamen die Schiffe an, wurden entladen und die Güter gingen hier auf den Markt. Der Platz ist ja heute noch erhalten und die Pfalz war natürlich hier auch noch zwei, drei Schritte entfernt, dort wo unser Rathaus heute ist. Wir zeigen eine Ausstellung, die die ganze Geschichte illustriert, die sie sehr lebendig macht. Das kann Duisburg alleine nicht tun. Deswegen brauchen wir viele Partner und das ist hier gelungen und das schmälert diese Ausstellung in keinster Weise. Wir sind ja auch weiter mit der Forschung daran beschäftigt oder damit beschäftigt, weitere Bodenfunde zu bergen und sicherlich auch in Zukunft noch vieles hier hervorzuzaubern, was dann auch Eingang in den Bestand des Museums finden soll und hier in Zukunft gezeigt werden soll. Ich denke, das Ganze ist eine tolle Sache, vor allem deshalb, weil wir uns hier auf fünf Aspekte der Stadt konzentriert haben. Fünf wichtige Plätze, die eine Stadt im Mittelalter belebt haben oder ausgemacht haben. Drei sind im Titel genannt: Hafen, Markt, Stadt, städtische Struktur. Es kommen dann weitere hinzu, die Pfalz und kirchlich-adelige Einrichtungen. Und stellvertretend für die Stadt die Befestigung. Der Ring, der ehemals
hervorgegangen ist aus der Befestigung der Pfalz. Das sind die Punkte, die wir stellvertretend herausgegriffen haben, um auch gezielt hier auf eine verständliche Art und Weise den Bürgern und Gästen Duisburgs zu zeigen, wie diese Geschichte im Mittelalter ausgesehen haben kann und ausgesehen haben wird in vielen Bereichen. Das Ganze sehr einfach aufgezogen an diesen fünf Plätzen und das ganz gezielt, obwohl Geschichte ja eine viel größere Tiefe hat. Das Ziel war aber von Beginn an, dass wir erlebbar Geschichte machen wollen und das Ganze deshalb auch ein bisschen reduzieren auf wenige Kerninhalte, die auch wiederum sehr schön dann letzten Endes angedockt werden konnten an den Hafen der Kulturhauptstadt, weil der Hafen ja wirklich der Ankerpunkt ist für die Stadt Duisburg, nicht nur heute, sondern im Mittelalter, und das ohne Schwierigkeit hier auch einen der Kernpunkte dieser Ausstellung darstellt.